Autoscooter, 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 wir sind zurück in der Arena bei Gadgetzen. Folge 2, 2 zu 0 steht. Ein paar coole Matches gehabt. Das letzte Match war natürlich Coin Value Galore. Ich glaube, so viel Coins hat es noch niemand geschafft, mit Cut Purse zu kriegen in einem Match. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber ihr habt vielleicht gezählt. Es waren mindestens 5 Coins oder so, die ich da rausgeholt habe. Der absolute Oberhammer. Und dieser Hand sieht nach dem absoluten Underhammer aus, leider. Immerhin Infestatoren als kleinen Taunt, falls ich überrannt werde, aber gegen Priest ist natürlich auch tough. Priest hat ja richtig sicke Arena-Karten bekommen mit Cabal Talent Priest, glaube ich. 3 Mana, 3, 4. Give a Minion plus 3 Health. Alter Schwede. OP, OP. Aber wer weiß. Vielleicht habe ich Glück. Aber was spielt er? The damned stand ready. Boah. Dark Cultist gleich mal. Das ist eine gute Karte. Attack Heal. Und jetzt Cabal Talent Priest. Dann habe ich quasi verloren. Aber Gott sei Dank noch nicht so weit. Natürlich krasses Playtron. Hilft mir das was? Ne. Den will ich natürlich ungern als 4-7er da haben, ne? Das gebe ich auch Weapon plus 1 Attack. Dann habe ich 2 Attack. Ich denke mal, ist trotzdem die beste Karte hier, ne? Weil Infestatoren kann er einfach wegknallen. Gut, der kann den. Kann halt jetzt on purpose jemand plus 3 Health geben, aber meiner überlebt immerhin. Und ich kann ihn heilen mit 2 verschiedenen Karten. Auch nicht oft hat man diese Heilmöglichkeit als Rogue. Aber ich habe eigentlich Fresh from Kazakis. Nein! The Pain. Fan of Knives. Ich kann mit Fan of Knives nichts weiter spielen. Ich könnte einen 2-Drop ziehen, ne? Ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig, den aus dem Spiel zu nehmen. Ich kann erst Fan of Knives spielen. Das ist natürlich etwas ungünstig. Aber okay. Habe ich 5-1, kann ihn heilen. Can heal it. Aha, was ist das denn, ey? Das ist dein einziges Play, Turn 5, ja? Ist ja lächerlich. Okay. Ich hätte. Also, Earthen Ring kann ich mit nichts kombinieren. Das ist ja dämlich, ey. Könnte Infestatoren. Ist alles suboptimal. Jouster wäre ganz schön risky, falls ich den nicht gewinne, den Joust. Hosenhealer?
Frozen Yogurt. Klingt irgendwie wie Frozen Yogurt Hosenhealer. Oder Infested Torrent, auch nicht so schlecht. Aber Hosen heilt direkt. Ich denke, ich nehme den Hosen. Setz dich auf den Hosenboden. Kann please buffen? Ein bisschen Damage reinkriegen. Priest hat da keine Buff-Karten, also zumindest nicht Attack-Buffs. Oder? Werde ich gleich sehen. What? Ach du Scheiße, das stimmt. Doch, sowas geht ja auch. Naja. Das war nicht ganz so devastating. Au, Cut Price Value Incoming. Also, ich könnte ihn heilen und traden. Und dann noch ein 4-Drop spielen, zum Beispiel Torrin. Oder ich könnte 4-Drop, ich spiele wahrscheinlich einfach Naga und Shadow Strike. Habe ich ordentlich Value auf dem Board mit meinem Bein. Warum sind es eigentlich Piraten? Sehen die irgendwie aus wie ein Pirat oder was? Ja. Ich bin krasser Pirat mit mehreren Klingen und vorne ist Captain Hooks Haken. Captain Hooks Hook. So. Jetzt kommt die Dragon Potion. Nee. 6-6. That sucks a little. Schade, wo ist Sap? Gegen den wäre jetzt Shadow Strike ein bisschen besser gewesen. Ah, muss ich echt einen Rhine traden, so wie es aussieht? Na. No. Ja, hilft ja nichts. Freezen reicht nicht. Ach, dammit. Ja, Cut Purse noch. So, mein Health Total jetzt langsam aufpassen, natürlich. 14. Aber ich habe 14 Damage auch auf dem Board. Two-Turn Lethal im Prinzip. Blessed be this funnel cake. Gadgets and Gazette always gets the scoop. Ach, jetzt verstehe ich die Karte. Weil jetzt, wo sie +1/+1 gekriegt hat, als ich eine Karte gezogen habe, habe ich die Karte zum ersten Mal verstanden. Okay. Ja, das ist zu viel Value für North Seas Kraken eigentlich. Der überlebt die Dragon Potion, deswegen lasse ich den mal auf. Lasse ich den mal auf 6 Health. So, wenn er jetzt keine Antwort mehr hat, dann haben wir es in Sack und Tüten. In Tüt und Sacken. Cabalist Storm, Alter. Was für ein Combo. Jetzt fängt der Priest auch schon an mit Mage Spells, ey. Wird er noch stärker. Ja, das reicht nicht. Obwohl, er kann sich nur heilen. Da reicht es natürlich doch. Ugh. All the good stuff. Okay. Ich werde auf jeden Fall
gegen die... Ich habe immer noch Angst vor Dragon Potion, ne? Deswegen heile ich den auf jeden Fall. Kann er eine Waffe gekriegt haben? Nein, eigentlich nicht. Der stirbt auch nicht gegen Dragon Potion. Also, er stirbt, aber er spawnt 9. Frost Elemental wäre gestorben. Also, Dragon Potion ist 6 Mana, deal 5 Damage to everything except Dragons. Wenn er jetzt Deathwing hat, dann sehe ich ziemlich alt aus. Ach ne, überhaupt nicht. Ich habe ja Frost Elemental, sehe ich überhaupt nicht alt aus. Sehe ich sehr jung aus. Ah, Frost Elemental ist schon eine ziemlich starke Karte, wenn man es bedenkt. That's secret. 2 Mage Secrets? Wo hat er die denn her? Verdammt mich. Und wieso hat er die Karte? Okay. Na, weil ich Frost Elemental habe, werde ich wohl. Falls es Vaporize ist. Okay, Vaporize. Okay. 14. Of course. Oh, okay. Das war relativ simpel. Vielleicht war es Potion of Polymorph. Dann wollte er mich zum Schaf machen. Nicht mit mir, junger Freund. Young Friend. Young Padawan. Valyra versus Jaina. You asked for it. Watch your back. Okay, das sieht zumindest im Ansatz in einer Kurve aus. Ich frag mich, ob ich einen Fest Torrent noch eintauschen sollte, um vielleicht einen Mistress zu kriegen. Oder Worgen. Na, let's do this. Er hat alle drei getauscht. Ja, Spider Tank gefällt mir auch besser. Werd mal nicht Fairy Dragon rauscoinen. Immerhin kann ich noch meine tolle Synergie mit Twilight Guardian herstellen auf diese Art und Weise. Ships Cannon. Okay. Ich denke, Spider Tank ist ein ganz guter Coin. Könnte natürlich auch Deadly Poison rauscoinen für den Trade. Aber das wäre eigentlich nur, wenn er. Nur besser, wenn er jetzt tatsächlich einen Pirat spielt. Was gut sein kann, es sind etliche Piraten dazugekommen mit der neuen Expansion. Denn in Gadgetson, da hausen offensichtlich auch etliche Piraten. Unerhört. Aber das ist ein Biest und kein Pirat. Aber es ist trotzdem ziemlich gut für ihn. Ich glaube, Deadly Poison lohnt sich jetzt gar nicht. Weil er immer mit dem Panther traden kann. So, dann spiele ich einfach Minions. So kann er sich den 3-2 aussuchen, den er rein traden will. Wahrscheinlich nimmt er den Fairy Dragon. Was ein Fehler sein könnte, weil ich Earthen Ring Force hier habe. Ich zwinge ihn zu Fehlern. Er muss auf jeden Fall was traden. Das bringt ja sonst nichts. Ich habe leider überhaupt kein Spell Damage, ne, in meinem Deck. Schade, sonst wäre Fan of Knives natürlich. Mit Spell Damage ist immer der Hammer. Der Hammer! Aber nicht da oben. Was kommt jetzt? Hat er etwa den hässlichen Twilight Penner, wie heißt er? Twilight Flamecaller. Ah, Twilight Flamecaller, den vergesse ich öfter mal.
in der Hitze des Gefechts. Könnte ja ziemlich gut Twilight Flame Crawler, der kostet ja 3 Mana, kann ja nicht Ping und Twilight Flame Crawlern. That's a son of a bitch. Aha. Gut, dann kann ich jetzt aber. Daddy Poison im Fan of Knives bringt leider jetzt nichts. Siehst du jetzt Spell Damage, ne? Wow, das wäre ein sicker Turn. Aber gibt es überhaupt einen Mana-Mini mit Spell Damage? Ich glaube nicht. Jetzt ist natürlich ein bisschen awkward. Die nächsten Runden. Ich habe auch nur den einen 5-Drop, Ethereal Peddler. So, jetzt kommt wahrscheinlich Twilight Flame Call und Ping. I wonder. Oder was hat er vorhin überlegt? Pink Face! Irgendwas bereitet er vor, ne? Na, Nico. Na, dann spiel ich einfach den. Heilig den. Heil ihn doch! Wenn nichts weiter spielen sonst, aber. Das ist nicht, was er vorbereitet hat. Kann er da jetzt, musst du da mal deinen Drachen hier reintraden, Mensch. Ach, diese Volcanic Potion? Ne, die macht ja eigentlich 2 Damage für alle. Ich kenne auch noch nicht alle der neuen Karten, so. Naja, deswegen spiele ich ja jetzt Arena, damit ich sie kennenlerne. Und dann macht er den Trade. Darauf habe ich glücklicherweise eine adäquate Antwort. Und wir smorken weiter und werden nächste Runde mit Lethal drohen. Frag mich, was sein Move ist. What is your move, man? Ah. Das ist kein schlechter Move. Also habe ich was davon, wenn ich ihn heile. Wenn ich ihn heile, davon habe ich nichts im Prinzip. Ich kann auf jeden Fall erstmal eine Karte ziehen. Oh. Ist gut. Die ist ziemlich gut. 5, 7, 10. 11. 12, 13. Wanted. Fireball? Oh, Blessed Champion. Das ist auch gut. Das ist nicht gut. Er kriegt ausgerechnet diese Karte. Ja, geh Face. Geh ruhig Face, Alter. Was ist mit dir los? Hat der Pyroblast oder was? Okay, also wenn ich Sergeant mache, dann hat er 4 und Blessed Champion hat er 8 und dann plus 3 ist 11. Was ist das Scheiße? 4, 8, 11. Ah! Ah, das kann ich nicht alles spielen. Oh, dann hätte ich 12. Oh, Mist, hätte ich. Nee, das wäre auch nicht geil. Ach, alles. Alles Mist. Wenn er Face geht, soll ich dann davon ausgehen, dass er. Dass er irgendwie Pyroblast hat. Ich gehe mal davon aus, dass er mir gefährlich werden kann. Ja. Ich krieg den Effekt nicht, aber. Ah, jetzt Flamestrike. Aber ich muss Lethal drohen. Kein Flamestrike.
Das ist ein ziemlich gutes Zeichen. Elf Damage habe ich mit Blessed Champion. Oh, that sucks. Naja, aber ich habe Kraken. Insofern sollte ich es eigentlich gewinnen können. And I did! Sehr nice. Weiter im Text. Onwards we go, shall we never stop. Alright, da sind wir wieder und haben eine ganz schön komische Starthand. Gegen Rogue, das erste Mirror-Match, glaube ich. MacWarper, das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Aber ansonsten, rather bad. Kurz eine Steam-Nachricht beantworten. Ah. Ja, da hat er recht. Job's done. Happy Feast of Wintervale. Mit zu tun, meine ich. Hast zum Spielen. So, Happy Feast of Wintervale. Happy Feast of Wintervale. Ja, auch. So. Ja, der gute Serge hat jetzt das Vergnügen mit Tomb Raider. Das ist echt ein geiles Game. Abusive. Na gut, ist es von Vorteil, den überhaupt zu spielen jetzt? Glaube nicht. Here we go. Das ist natürlich ein wenig, sag ich mal, unschön. So, warum hat er... Ah, okay. That makes sense. Das ist auch gut, als Antwort. Da ist die Squid.
ist das nicht so schlecht jetzt. Ja, wenn ich Phantom Knives und Earthen Ring spielen könnte, wäre es der Hammer. Aber Phantom Knives ist immer noch am besten, weil ich beide Minions down kriege, ne? Ja. No. Ich kann nichts mehr spielen. Ah, vielleicht ziehe ich einen Tudor ab. Ziemlich risky. Ich könnte auch einfach Peddler spielen. Ne, es gefällt mir nicht. Okay, lass uns das machen. Two-Drop? Oh, das ist kein Two-Drop. Na gut. Er gewinnt da jetzt an Tempo. Gadgets and Gazette always gets the scoop. Ah, der Daring Reporter. Also nochmal Note für mich, Daring Reporter ist immer ein 4-4, weil ich ja immer eine Karte ziehe. Oh, das ist jetzt schon ein ganz schön kleines Problem. Na, geht noch. Kann Ethereal. So, was ist besser jetzt? Ethereal Peddler? Nisson, das ist ein 5-5. Und er kann angreifen für 4. Oder ist Frost Element besser? Aber dann kann ich Nisson keinen Value Trade machen. Wobei, mit Argus kann ich trotzdem Value Trade machen nächste Runde. Ja, dann. Shall it be this way? It shall be thus. Hast du einen Tipp für den Bär? Aufs Maul hauen. Ist das ein ernst gemeinter Tipp? Aber dazu muss Tomb Raider kennen. Also das wird jetzt ein ziemlich cooler Turn. Ja, nicht ganz so cool, weil ich muss erst Argissen und dann heilen. Bringt es überhaupt so viel? Dann habe ich 6, bin auf 1 runter und kann auf 4 heilen. Ja, kann ja Doppeltrade machen. Das ist ja doch nicht so toll, wie ich es mir alles vorgestellt habe. Ich könnte hier den Value Trade machen und dann Argus. Oh, das ist vielleicht ganz stark. Mache ich Argus nur hier hin? Wenn ich es hier hin mache, kann er hier den Value Trade machen und hat nächste Runde dann 2 Health. Den 2 Health? Ah doch, ich habe Naga. Oh ja. I got the Naga, baby. Eventuell macht er. Ja, das wäre aber. Guck mal, dafür hat sich Argus schon gelohnt, ey. Obwohl es das erste Spiel ist, wo ich Argus überhaupt einsetze, aber war ein ziemlich guter Turn, glaube ich. Kann. Na gut, Shadow Strike. Wieso habe ich eigentlich keinen Shadow Strike gekriegt? Er macht den Value Trade und mein Naga kann ihn dann niederstrecken. Aber dann bin ich natürlich auch auf 13 Health, ne? Das darf man nicht vergessen. Mal sehen, vielleicht trade ich auch den Argus rein einfach. Oh, vielleicht heilt er ihn. Ne? Okay. Oh. Posen Healer. Das ist eine
natürlich eine sicke Karte jetzt. Dann kann ich ja noch was anderes machen. Dann kann ich Abusive hier traden, den Trade machen und ihn dann heilen. Und dann noch Naga spielen. Ne, kann ich nicht mehr spielen, Naga. So many options. Earthenring noch spielen, das ergibt ja keinen Sinn. Ich glaube, es ist trotzdem besten Turn. Ah, aber Hosen. Oh, fuck it. Ich mach. Get in there and fight, Maggot! Na, war's gut, weiß ich nicht. Hätte gern noch länger darüber nachgedacht. Blieb mir verwehrt. Ah, Betrayal. Das waren ein paar starke Removers. Muss nichts sagen. Need something unusual. Was sagt er? Ich verstehe mal Scattle the Shit. Es kann ja nicht sein, dass er irgendwas mit Shit sagt. Wir sind hier bei Blizzard, hallo? Political Rules. Fuck, er hat befahren, Alter. Okay. Wird er wohl die Zombies nehmen, oder? Was kann er noch nehmen? Ey, ich kenne. Rafarm ist so eine alte Karte. Ich kenne immer noch nicht die. Die Dinger, weißt du was? Zum Kotzen. Okay. 15, 13, 15. Dann habe ich ihn auf 7. Wenn ich trade. Habe ich noch auf 12. Das ist zu wenig. Kann er Lethal haben? Diesen Timepiece-Scheiß. Ich glaube, ich spiele die beiden einfach und gehe Full Face. Taste my blades! Taste my blades! Weiß nicht, was er spielen könnte. Ich weiß, kenne die Dinger leider nicht, die Artefakte. Zombies gewinne ich. Dann gibt es Timepiece irgendwie, macht 10 Damage auf alle Gegner verteilt oder so. Und dann gibt es noch irgendeinen Scheiß. Diddle-de! Vanish. Vanish. Here we go. Need something unusual. Vanish. Ja. Das damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und jetzt noch Shadow Strike. Take your medicine. Healing. Sechs, elf. Aber er weiß, dass ich Naga Corsair habe, also.
er noch was machen. Macht aber nicht. Dann müsste er eigentlich wissen, dass er tot ist. Aber ich mach den Lethal trotzdem am liebsten mit dem Kraken. Sehr nice, very nice, well played, well played. So, damit steht's 5-0 in der Arena. Damit bin ich natürlich zufrieden und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Lass uns mal die Gadgets in der Arena ausprobieren. Bis dahin, euer Dread.